Wir waren jetzt in Uruguay, jetzt waren wir gerade in Mississippi. Davor sind wir mit Hanain Airlines nach China geflogen. Dann haben wir gesagt, nee, wir müssen mal was anderes machen. Jetzt immer nur in der Luft und auf der Erde. Jetzt gehen wir aufs Wasser. Und da brauchen Sie gar nicht weit fahren, liebe Zuschauer, sondern Sie fahren einfach bis Wittenberg und gehen dann an Bord. Und zwar von der MS Junger, Jörg. Und Sie werden lachen. Zu Ostern können Sie das noch machen. Wenn Sie noch nichts verschenkt haben, können Sie es machen. Und bei mir sitzt Jörg Jan-Heinrich. Jan-Hanisch. Wisst ihr? Ich wollte den immer, da muss ich immer. So, und dann Thomas Richter kenne ich schon 100 Jahre. Gefühlte 100 genau, Jahre. Genau, ja. Also den Namen habe ich richtig, aber man, gut, man macht einen kleinen Fehler. Nein, er ist Kapitän, Eigner, Besitzer und er kann uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Thomas, du kommst auch gleich dran, du warst schon auf dem Schiff, du hast schon mal eine tolle Gruppe betreut. Ich habe das gesehen, Weihnachten, Silvester. Finde ich ein bisschen gemein, dass du mir da nichts gesagt hast, wäre ich auch mitgefahren. Nein, aber Jan, jetzt nochmal zum Schiff. Ihr habt demnächst zwei super Reisen. Einmal Singles, so für mich. Nee, ich bin schon zu alt dafür. Nee, noch nicht. Eine Single-Reise, die ihr macht. Und ein Oster-Special. Das heißt, wir sprechen jetzt mal kurz über die Single-Reise. Wie alt muss ich sein? Was muss ich mitbringen? Scheckkarte und alles oder wie? Ja, also man sollte über 30 sein. Nach oben hin haben wir es auf mir lassen, muss man so dazu sagen. Ja, was sollte man mitbringen? Gute Laune auf alle Fälle. Kreativ sollte man ein bisschen sein. Eine gewisse Ausstrahlung möchte man haben. Spaß am Leben. Und Spaß am Leben, ja. Genau. So, und jetzt sage ich, jetzt bin ich auf dem Schiff und dann gucke ich einem netten Mädel in die und sage, I love you, you love me, lauf mal zusammen, wo love ich. Wie viele Kabinen hat das Schiff? Ja, also die Junker York hat 56 Kabinen, davon 8 Suiten, sind alles Doppelkabinen, die man aber auch zu dieser Single-Reise alleine buchen kann. Ja, da bleibst du nicht lange alleine. Wie lange dauert die Reise? Das sind nur ganze 3 Übernachtungen, geht von Wittenberg nach Dresden und wieder zurück. Also da müssen Sie sich mal ganz schnell entscheiden, dann mit dem Kennenlernen, Telefonnummern austauschen gibt es nicht, sondern da wird taktlos geredet, I love you, you love me. So, und jetzt geht's weiter. Also 3 Tage, das heißt, wo startet ihr? Wir starten in Wittenberg, fahren über Meißen, Dresden und dann wieder zurück an ein Stück. Genau. Thomas, du erklärst mir jetzt gleich nochmal, wie man da hinkommt, weil du bist ja dahin schon gefahren. Aber die zweite Geschichte, die ihr habt, die finde ich noch viel spannender. Ostern mal auf dem richtigen Schiff ist doch auch mal nett. Wie lange dauert die? 4 Jahre? Nein, das sind dann 5 Tage. Dann fahren wir bis Bad Schandau. Hat man natürlich die wunderschönen Städte wie Torgau, Meißen, Dresden, Bad Schandau, das Elbsandsteingebirge, die Pastei. Also wirklich die Schönheit der Elbe kann man dort erleben und zu einer tollen Jahreszeit. Wir hoffen, dass es jetzt natürlich ein bisschen wärmer wird, dass der Schnee weggeht und vielleicht haben wir 15 genau, bis 20 Grad. Ich habe auch gelesen, ihr macht da noch Ausflüge, ne? Also es gibt natürlich Ausflüge in jeder Stadt, hat man genügend Möglichkeiten, Dresden kennenzulernen, Meißen natürlich und auch nach Bad Schandau natürlich reinzugehen. Also rundum ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Paket zu solchen Feiertagen. Genau. Wenn Sie jetzt noch nichts vorhaben und sagen, Ostern immer zu Hause, nein, will ich nicht, dann können Sie immer noch buchen, es sind noch Kabinen frei. Und Thomas, du wirst mir jetzt oder unseren Zuschauern mal erklären, wie komme ich denn hin? Jetzt ab Berlin geht es ja ganz einfach. Wie fahre ich dahin, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit dem ICE? Also aus der Ferne auch gut zu erreichen. Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe Gäste, zukünftige Gäste. Der Wittenberger Hauptbahnhof ist ein ICE-Haltebahnhof. Und von da aus holen wir Sie mit dem Shuttle vom Junker Jörg ab, also kein Problem. Und von Berlin aus können Sie mit dem Regionalexpress auch bis Wittenberg fahren. Der fährt von Hauptbahnhof über Südkreuz in 50 Minuten. Also die Anreise ist überhaupt kein Problem, aber von Ferne mit dem ICE. Genau, und man hat ja noch 2 Aspekte. Das heißt, einmal ein tolles Schiff, tolle Reise. Zweitens kann man Martin Luther nochmal guten Tag sagen. Ne? Kann sich die Thesen nochmal angucken, kann Wittenberg noch ein bisschen genießen. Ich war ja schon mal da. Also war ja Spaß mit Thomas, waren wir ja damals. Ne? Und das macht schon richtig Spaß. Und Plätze sind ja noch zu vergeben. So, und was kostet der ganze Osterspaß, wenn ich das jetzt meiner Freundin und ins Ei schieben will? Da geht ab 599 los im unteren Deck und dann natürlich nach oben. Keine Grenzen will ich nicht sagen, da gibt es schon Grenzen. Die Suiten sind natürlich dann ein bisschen teurer. Genau, aber 595, Thomas, ist ja fast gar nicht. Für 5 Tage eine wunderschöne Kreuzfahrt und ich brauche mich um nichts kümmern. Ich werde voll verpflegt von Frühstück, Mittag, Abend. Frühsport, Abendsport, alles da, tanzen. Eier färben mit der Crew.
Das ist ja wunderbar. Ja, genau. Und Sie können den Kapitän auch noch ein bisschen ärgern. Der sitzt neben mir. Also das ist doch schon mal eine Überlegung. Wie gesagt, wenn Sie noch nichts vorhaben, überlegen Sie sich, gehen Sie mal auf die Website von... Also ganz einfach, Hotelschiff Junker York, MS Junker York findet man immer im Internet, also www.hotelschiff.net ist richtig gesagt, oder uns einfach eine Mail schicken unter buchung@hotelschiff.net. Genau, und wenn Sie sagen, das habe ich jetzt alles vergessen, dann gehen Sie einfach auf die Seite von Radio XY EU, dort steht es ganz groß und da steht auch alle Telefonnummern dabei, da können Sie direkt buchen, sofort anrufen, nehmen Sie Ihre Freundin mit. Nicht auf die Single-Reise, sondern auf die Osterreise. Single, würde ich sagen, fahren Sie alleine. Und wenn Sie zurück sind, dann kommen Sie einfach mal zu uns und erzählen, wie es gewesen ist. Und vielleicht mache ich das dann auch mal und komme dann auch mal mit. Also Single, ich bin geschlagener 98, sehe ein bisschen jünger aus. Thomas ist 36. Jan, du bist jetzt gerade 42 geworden. Also die Jungs haben ein bisschen Vorsprung von mir. Aber ich wünsche Ihnen viel Spaß. Und ich würde sagen, bleiben Sie dran. Wir reisen weiter um die Welt und nehmen Sie mit.